Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin euer Carlo LP und wir spielen eine weitere Runde Black and White 2. Ich hatte ein paar technische Probleme, deswegen musste ich alles nochmal von vorne spielen. Und da wollte ich euch jetzt nicht unbedingt mitnehmen, weil ihr habt das ja alles vorher schon gesehen. Ich werde euch mal kurz erklären, was ich alles gemacht habe. Also wir haben ja hier angefangen, dann haben wir... Das Dorf haben wir so übernommen durch unseren Eindruck. Das haben wir mit Soldaten übernommen. Das haben wir mit Soldaten übernommen. Und zum Schluss haben wir das hier mit Soldaten übernommen. Wir haben dann, oder ich habe dann, die Dorfbewohner geholfen, auf die Beine zu kommen. Also hier haben sie ihr ganzes Erz, ihr Holz. Hier haben sie alles, was sie brauchen. Da haben wir eine Mine. Ach, eine Mine, sag ich schon, eine Windmühle gekauft, damit das Weizen ein bisschen mehr wird. Dann haben wir eine Taverne gebaut. Brunnen haben wir gebaut. Irgendwie so ein Statuenmarkt, da können die Leute sich irgendwie ihre Häuser verschönern, keine Ahnung. Das können wir hier nochmal hinsetzen. Entschuldigung. Hier können wir auch noch mal so ein Ding hinsetzen. Da haben wir schon irgendwie was. Aber keine Ahnung, ob das überhaupt was Sinn hat. Dann haben wir halt Gehege noch dazu gebaut, damit wir unseren Einfluss erweitern. Wir wollen Freizeit. Die wollen immer Freizeit, ich weiß nicht warum. Die haben eine Taverne. Die haben alles, was sie brauchen. Keine Ahnung. So. Können wir nochmal gucken. Da. Wir wollen Freizeit. So können wir den Dorfbewohnern ein bisschen helfen. Nach Freizeit, okay. Wir brauchen Häuser. Klickt auf die goldene Rolle. Ja, der Alte nervt mich ja auch übelst mit seiner scheiß Rolle, aber ich bin ja noch gar nicht so weit.
Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Bekehrter Baumeister. Wir wollen Freizeit. Wir müssen schlafen. Klickt auf die goldene Rolle.
Wir brauchen Häuser. Dann wollen wir jetzt mal uns um das letzte Kapitel kümmern. Ich würde doch lieber nochmal abspeichern, nicht dass es gleich wieder abschmiert. Hey, unsere Kreatur wacht auf! Er hat Angst. Er will nicht aus seinem Gehege. Mit der Leine kriegen wir ihn sicher raus. Klickt mit der Aktionstaste auf die Kreatur, um die Leine zu nehmen. Ihr könnt aber auch einfach L drücken. Nehmt jetzt die Leine der Kreatur. Ihr solltet den Kleinen für ein paar Minuten aus dem Gehege lassen. Klickt mit der Aktionstaste auf den Boden, um ihn aus dem Gehege zu führen. Hervorragend! Habt ihr euren kleinen Liebling erstmal an der Leine, könnt ihr ihm Befehle erteilen. Das Biest macht alles, was du sagst. Sehr gut. So bringt ihr die Kreatur dazu, sich zu bewegen. Euer kleiner Liebling hat Hunger. Füttern wir ihn. Klicke mit der Leine in der Hand auf das Feld. Schon besser. Jetzt ist der größte Hunger gestillt. Klickt ihr mit der Leine in der Hand auf ein Objekt, versucht die Kreatur damit zu interagieren. Doppelklicke mit der Aktionstaste auf diesen Felsen, um die Kreatur daran festzubinden. Sehr gut. Wundervoll. Ihr solltet eurem Liebling jetzt den Unterschied zwischen Gut und Böse erklären. Himmel, er will einen Menschen fressen. Ihr müsst ihm zeigen, dass das falsch ist. Quatsch! Wenn das Biest Menschen frisst, wird es stärker! Klickt mit der Aktionstaste auf die Kreatur und bewegt die Maus mit gedrückter Taste rasch hin und her. Strafe muss sein. Nein, bewegt die Maus schön langsam. Belohne den Grafen. Menschen zu fressen ist schon okay. Zieht ihr eine friedliebende Kreatur groß? Komm schon, wir sind doch böse! Wollt ihr eine Aktion abbrechen und eure Hand leeren? Schüttelt einfach eure Hand. Mehr müsst ihr im Moment nicht wissen. Warum experimentiert ihr nicht mit eurer Kreatur herum? Oha.
Euer göttliches Eingreifen hat unser Volk vor dem drohenden Untergang bewahrt. Es ist nun stark genug, um auf eigene... Ja, wird langsam Zeit, dass wir den Azteken eine Lektion erteilen. Zunächst müssen wir unserem Volk wieder zu seinem alten Glanz verhelfen und die Unterstützung all der anderen Stämme... Vergiss es! Wo waren die anderen, als wir sie gebraucht haben, hä? Erobern wir sie einfach! Los, komm schon! Klickt auf die goldene Schriftrolle, wenn ihr das Land verlassen wollt. Wir wollen Freizeit. Okay, dann wollen wir mal rausgehen. Wollt ihr das Land wirklich verlassen? Klickt nochmal zur Bestätigung. Diese Wikinger. Bestimmt werden sie sich mit uns gegen die Azteken verbünden. Und eine Kreatur haben sie ebenfalls. Wir müssen aber eine Stadt bauen. Unser Volk muss nämlich wachsen. Los, sehen wir uns mal die Wikinger an. Hey, die haben den Häuptling. Konzentriert euch. Dann könnt ihr dank eurer himmlischen Macht seine Gedanken lesen. Was? Griechen in meiner Heimat? Aber die Azteken hatten sie doch ausgelöscht. Meister, wenn wir eine beeindruckende Stadt bauen, schließen sich die Wikinger uns an. Aber mit einer Armee könnten wir sie jagen und über die Klinge springen lassen. Kommt, Herr. Wir müssen mit dem Bau beginnen. Wir sollten mit dem Häuserbau beginnen.
da. Die Leute haben sich an die Altäre erinnert. Auf Altären könnt ihr göttliche Wunder vollbringen. Wir sollten sofort einen bauen. Bekehrter Bauer. Bekehrter Bauer. Bekehrter Förster. Bekehrter Förster. Bekehrter Minenarbeiter. Bekehrter Minenarbeiter. Bekehrter Brüter. Diese Kornkammer erleichtert die Versorgung eures Volkes. Baut nur und nährt unsere Zerstörungswut! Bekehrter Baumeister.
Wie war das mit L? Eine derartige Macht wird durch einen Altar ermöglicht. Gebaut. Also hier wollte ich mein Militär näher immer positionieren. Wir brauchen etwas Erz. Wenn die Griechen vernichtet sind, herrschen die Azteken über diese Welt. Ich kann die Griechen nicht länger dulden. Ich muss handeln. Ja, ein Tempel macht eure Stadt viel beeindruckender. Haha, sollen sie doch bauen! Wir reißen alles nieder! Im Aufgabenmenü könnt ihr nachsehen, welche Aufgaben noch zu erledigen sind.
Ja, Mauern sind für die Sicherheit der Stadt unabdingbar. Nur eine Mauer vermag die Wikinger aufzuhalten. Klicke mit der Aktionstaste auf den Turm, bestimme den Mauerverlauf und klicke nochmal. Ah, ich schätze das beruhigende Gefühl einer Mauer. Wie eine große Windel aus Stein. Wie sollen die Azteken über diese gottlose Welt herrschen, solange es Griechen gibt? Wir brauchen mehr Mana. Dies ist das Land der Wikinger. Alle Eindringlinge müssen vernichtet werden. Sie sind hervorragende Baumeister. Unser Volk muss standhaft bleiben. Ich muss rausfinden, was sie vorhaben. Möge unsere Armee die Griechen vernichten! Das Volk wird euch die Taverne danken. Auch eine große Stadt kann den Wikingern nicht trotzen. Wir brauchen Mana. Altäre brauchen eine Macht namens Mana. Durch Gläubige könnt ihr sie auffüllen. Nur zu. Bekehrt einen Gläubigen, Meister. Bekehrter Gläubiger. Durch den Gläubigen erzeugt der Altar Mana. Je mehr Gläubige ihr habt, desto mehr Mana wird produziert. Nochmal. Wunder kosten Mana. Gläubige produzieren Mana. Ah, das Leben ist so einfach. Wenn du Menschen auf dem Altar absetzt, kriegst du auch Mana. Okay, der Mensch ist dann weg. Aber was soll's? Oh ja. Ihr könnt Wunder auch mit Tribut bezahlen. Wunder sind äußerst mächtig. Sie können Gutes bewirken oder... die Welt ins Chaos stürzen. Herrlich! Dieser Altar hat bereits ein Wasserwunder. Probiert es bei diesem Feld dort aus. Legt das Wunder auf dem Feld ab, um Letzteres zu gießen. Gießen?
Ich hätte etwas Brutaleres erwartet. Aber probier's ruhig, Boss. Gut gemacht, Erstaunlicher. Ihr habt eine Mauer gebaut, die uns vor den Wikingern schützt. Ihr habt ein Wasserwunder vollbracht. Gut gemacht, Herr. Die Griechen bauen Mauern. Die werden sie brauchen. Schickt Truppen zu ihren Stadtmauern. Seht nur, diese Menschen bringen ihr ganzes Hab und Gut mit. Sie wollen in unserer Stadt wohnen. Hurra! Baut die Dörfer zu Vorposten aus und hebt Armeen zur Verteidigung dieser armen Leute aus. Hey, da wird jemand nervös. Da ist irgendwas im Busch. Jede Wette. Deshalb brauchen wir gute Verteidigungsanlagen. Und ein paar blutrünstige Armeen. Wir haben eine Stadt erobert. Ich dachte, die Griechen wären ein friedliches Volk. Ich muss sie im Auge behalten. Unerhört! Nehmt das nächste Dorf ein! Wir müssen die griechische Invasion aufhalten! Wir hassen die Griechen ebenso, wie unsere aztekischen Herren es tun. Für wen halten sich diese Griechen? Bekehrter Baumeister.
Die Azteken wollen herrschen. Die Griechen müssen vernichtet werden. Die Griechen halten uns zum Narren! Sie wollen gegen mich kämpfen! So sei es! Die Menschen sind zufriedener, wenn ihre Stadt einen Markt hat. Ihre Arroganz wird der Griechen Untergang sein! Ich werde die Würmer, die den Angriff der Azteken überlebt haben, zerquetschen! Die Griechen locken mit ihren prächtigen Städten unsere Leute an. Das muss aufhören! Möge unsere Armee die Griechen vernichten!
Die griechische Stadt darf nicht weiter wachsen. So, naja, wird so langsam. Ich würde sagen, das war unsere dritte Folge zu Blackout Black and White 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen habt, haut sie unten in die Kommentare rein. Ansonsten lasst einen Daumen da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Wenn ihr kreative Vorschläge habt oder was ich wo besser machen könnte, dann schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Carlo LP. Ciao.